Hallo und einen wunderschönen guten Tag bei Prehistoric Kingdom. Wir haben schon lange nicht mehr Prehistoric Kingdom zusammengespielt. Wisst ihr warum nicht? Weil bisher mein Parkbauprojekt ein kleines bisschen auf Eis gelegt wurde. Dadurch, dass Magix jetzt diese Macke entwickelt hat, dass es nicht mehr über meine Grafikkarte kodieren kann, wird es ewig brauchen, bis ich ein neues Video fertig habe. Ich brauche so schon ein ewiges Video für ein normales 20-Minuten-Video. Aber würde ich das in Zeitraffer machen, würde das Zeitraffer-Video noch länger brauchen als normal. So hat es in den Zeitraffer-Momenten zumindest die irgendwie alles in gleichen Speed gemacht, wie es auch immer diese normalen Videos gemacht hat. Und ihr fragt euch sicher, was mache ich überhaupt? Ich lösche Verbäume. Wir machen ein kleines bisschen freies Land. So wie das. Und dann zeigen wir euch mal ein paar Neuigkeiten, die es hier in diesem Spiel zu sehen gibt. Erste Mal bauen wir uns ein kleines Ding hin. Das ist süß. Und stellen uns einen Saurier her und sehen, was passiert. Ihr habt jetzt hier so einen Ladebildschirm gesehen. Das ist völlig normal. Denn es scheint nämlich total überarbeitet worden zu sein, wie sie sich reinladen. Das ist vollkommen okay. Und ich mache jetzt rein nach, sondern gehe mal schnell raus. So, jetzt warten wir so ein bisschen. Und dann schauen wir, was passiert. Ihr wisst sicher, was passiert, oder? Nein? Dann wartet noch ein bisschen. Tada! Es gibt nämlich jetzt ein Benachrichtigungssystem und ein Icon dafür, dass die Tiere auch wirklich fertig sind. Eine der neuesten Neuerungen sind nämlich verschiedene Nachrichten aus verschiedenen Sektionen, die man hier an den Seiten hat. Zum Beispiel eine Sektion für alle Tiere sind fertig, Sektionen dann auch für Ausgrabungen sind fertig, Sektionen für was anderes. Allgemein Nachrichtensystem wurde jetzt hier eingebaut. So. Und die nächste Neuerung ist das. Frames pro Sekunde. 27, 30, 20, 23, 25, 30, 30 FPS. Wisst ihr, was es heißt? Wir können Prehistoric Kingdom jetzt zusammen in 30 FPS spielen. Das neue Mino-Update hat vor allem einen sehr großen Schritt nach vorne getan in Sachen. Ja, in Sachen. Performance, wollte ich sagen. Und ihr seht das hier, wir sind ziemlich nah beim Nashorn dran. Und da sehen wir, der bewegt sich mit etwa 26 Frames pro Sekunde, wenn der First Shader auf kompletter Länge ist. Sogar nur auf 20 FPS, wenn er ganz nah dran ist. Im Vergleich, früher war der totale 10 FPS. Also es ist schon ein richtiger Schritt nach vorne. Und das hat tatsächlich mit dem Himmel zu tun gehabt. Man hat jetzt nämlich ein anderes Shading-System eingebaut, weswegen der Himmel jetzt zum Beispiel nicht mehr so viel Performance frisst. Deswegen ist es jetzt möglich, dass man jetzt eine sehr flüssige Kamerafahrt hat und sehr flüssiges Getier. Auch wenn die Tiere Federn oder Fell tragen. Also, ich muss auf jeden Fall sagen, das Spiel hat sich in eine ziemlich positive Richtung verwandelt. Und das finde ich cool. Und das können wir auch nochmal mit anderen Tieren testen, wie zum Beispiel den Smilodon. Der ist ja auch mit Fell. Oder das Mammut. Der ist ja auch mit Fell. Oder der Pachyrhinosaurus Pterotorum.
Der ist ja auch mit Fell. Ansonsten kann man sich jetzt tatsächlich eine gesamte Herde machen. Zum Beispiel sind weibliche Triceratops. Mir gefällt einfach dieser Skin hier am besten. So, eine Herde Triceratops noch dazu. Und warten wir mal, bis die alle fertig sind. Dann können wir uns die uns gemeinsam mal ansehen. Derweil stellen wir euch was Neues vor. Und zwar das da. Was ist das? Das ist etwas, was sie durchbrechen können, glaube ich. Aber es ist auch etwas, wo man im Bau zum Beispiel. Ich hole jetzt mal ein paar Felsen auf Spaß. Wenn man hier mit dem Felsen drumherum baut. Dann kann man hier diese Felsen zum Beispiel, ja, wie ihr ja wisst, auch ein bisschen größer machen, bisschen höher, bisschen weiter, ein bisschen breiter oder schmaler. Am besten mal ein bisschen schmaler. Können es ein bisschen zudrehen. Fertig. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir machen nicht sowas. Wir machen sowas und bauen das hier ein bisschen aus. Drehen das ein bisschen rum, bauen das ein bisschen aus. Gehen hier hin, drehen das ein bisschen dorthin, machen hier weiter. Drehen das ein bisschen dahin. Machen das hier ein bisschen weiter. Drehen das dahin. Tun das dann hier ein bisschen so an die Seite. Drehen das ein bisschen rum. Und ihr ahnt sicher schon, was es ist, oder? Es handelt sich nämlich hierbei um ein Geländeabstecktool. Oder wie wir es auch nennen würden, der Nullfens. Der begehrte Nullfens, welcher uns hier hilft, Gehege zu bauen, welche an sich überhaupt keine. Welche überhaupt keine solche Zäune benötigen. Sehr gut für Naturgehege. Und das sieht dann ungefähr so aus. Ist ja nicht mehr viel. Geht ja zum Glück sehr schnell, wenn man es richtig einrichtet. Macht man das hier so ein bisschen. Und damit wären wir Ups. Okay, damit wären wir fertig. Gut. Und das müsste theoretisch jetzt auch als Gehege erkannt werden. Wenn man nämlich zum Beispiel hier bei Gehegebearbeitung das alles klickt, sieht man ja das Nashorn. Man sieht The ja. woolly rhino or Coelurodonta is a relative to the modern-day Sumatran rhino.
Much like its contemporary, the woolly mammoth, this rhino inhabited what is now called the Mammoth Steppe, a vast cold grassland that extended from Western Europe to the most remote corners of Siberia. By bringing this animal back to life, we honor that wonderfully diverse ecosystem, now lost to the ages. Gut. Danke, Nigel, für die Info. Jedenfalls, wir haben jetzt hier ja wirklich die Möglichkeit, erstmal auch so einen schönen Wald zu bauen. Innerhalb des Dings. Wenn man es nicht ganz so breit machen will, macht man eben wieder ein Removal. Und remove das alles rundherum. Dann haben wir noch so ein bisschen übrig halt. Wenn man es noch ein bisschen mehr haben will, dann machen wir das so. Und ein Tree Removal weg. So ein bisschen drumherum. So. Und dann macht man ein bisschen Wasser rein. Macht die Tiefe so ein bisschen niedrig. Macht die Höhe so ein bisschen niedrig. Geht alles. Dann haben wir hier noch so ein Ding. So. Und jetzt machen wir folgendes: den Boden. Boden sieht so aus. Und wir wollen zum Beispiel Eiszeitboden haben. Das boreale Bodenfeld. Da machen wir erstmal alles hier richtig schön. Schön bodig. Und ab jetzt werden wir so ein bisschen mit reinzeichnen. So. Sagen wir mal, wir haben jetzt hier, nachdem wir auch noch ein bisschen Schnee hinzugefügt haben, das alles mal so ein bisschen eingerichtet, ganz grob. So, dann kann ich euch nämlich jetzt auch die nächsten Dinge zeigen, die es hier gibt. Der müsste jetzt eigentlich mit seinem Gebiet zufrieden sein. Ja, zu viel Wald. Zu viel Wald. Gerade zu viel Wald. Schockiert mich so ein bisschen. My boy. Das sind die nämlich wirklich sehr pingelig. Ach, das ist okay. Das ist okay. Dafür haben sie aber auch kein Gras. Dafür sieht das Fell bei denen aber voll Hammer aus. Und jetzt kann man die auch mal beim Grasen sehen. Und schon habe ich 19 FPS. Ist auch normal. Was aber wirklich schön gemacht wurde, ist, dass wir hier vor allem eine stabile FPS mit Baudingern haben. So, und ich habe tatsächlich mein geheimes Projekt vergessen. Wir wollen uns nämlich die ganzen anderen Tiere ansehen. Zum Beispiel Säbelzahnmuschi. Viele nennen die Säbelzahnmuschi. Manche nennen sie Säbelzahntiger. Aber wir wissen auf jeden Fall, sie heißen bei uns immer nur Map. Ich meine Smilodon. Und hier haben wir auch mal ein paar Triceratops. Die bewegen sich ohne Fell bei einer Framerate von 30 FPS. Was schon eine sehr gute Bilanz ist. Kann natürlich immer noch besser sein. Ich meine, gegen Ende des Spiels, also wenn das Spiel kurz vor Completion ist, wird es wahrscheinlich seine komplette
hoffentlich sein komplettes Umfang haben. Damit meine ich nicht nur Bauteile und Tiere, sondern auch die volle Bewegungsfreiheit. Wobei es mir jetzt schon sehr gut gefällt. Da will ich nicht lügen. So, ansonsten würde ich einfach mal sagen, es gibt neue Bauteile. Gerade hier auch bei Wänden. Ich glaube, ja, allgemein. Bei den gesamten Türen und so. Seht ihr ja. Da gibt es auch viele massig neue Bauteile, wie zum Beispiel sowas, ja. Ich glaube, der war auch neu. Der war neu. Der war neu. So Lambiosaurus-Ständer. Habe ich hier schon hingestellt. Sonst. Ja, es gibt viel Neues. Dies erinnert mich wirklich sehr an Monster Hunter. Dann gibt es das hier als neues Ding. Dann hier ein neues Dreieck. Hier ein neues Dreieck. Und sieht dann so aus. Und das sind alles neue Bauteile, die man benutzen kann. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr. Man müsste sich das alles mal aufschreiben, was hier alles neu ist. Und dann eine Liste machen. Ich glaube, das hier gehört überall dazu. Und ihr seht schon, wir haben eine ziemlich große Auswahl von Teilen, die man hier benutzen kann. Und da wird es auch euch beim Zusammenbauen auch nicht langweilig werden. Triceratops. Warum bewegst du dich nicht? Er ist eingefroren. Triceratops. Das ist mir beim Triceratops passiert. Er ist eingefroren. Just think. This species was completely eradicated in a mass extinction that killed 3/4 of the species on Earth. And 66 million years later, it has the chance to walk the Earth. Okay, ich glaube, damit hätte ich noch einen Bug gefunden. Aber es kommt beseitigen. Jo, ansonsten würde ich mal sagen, was hältet ihr von diesem neuen Performance? Verbesserungen und alles drum und dran. Klar würde jetzt hier sagen, ja, wo sind die großen Updates? Wo bleiben die neuen Dinosaurier? Ihr müsst euch gedulden, denn allein dieses Update hat tatsächlich fast einen ganzen Monat Verspätung gehabt, beziehungsweise anderthalb Monate Verspätung. Einen halben Monat Verspätung, besser gesagt. Aber, denn das ist nämlich das Mai-Update gewesen. Und das nächste Update, was erstmal kommen wird, ist das Juni-Update. Wenn die so weitermachen, denke ich, das Juni-Update könnte wirklich Ende Juni kommen, wenn es nicht so viele Schwierigkeiten macht. Oder es könnte Anfang Juli kommen. So, dass wir sagen können, dass Ende Juli dann endlich das Quartals-Update kommt. Oder Anfang August. Ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber egal. Oder Anfang August könnte das neue Quartals-Update kommen. Auf jeden Fall können wir schon bald mit neuen Dinosauriern rechnen. Ich glaube, 4 Spezies anstatt von 3, wenn ich das in der Akkuratität noch richtig weiß. Und eine der Spezien wurde schon bereits offenbart und das ist Dilophosaurus. Wenn ihr wissen wollt, was noch alles kommt, schaut euch auf jeden Fall mal den Trello von Prehistoric Kingdom an. Müsst ihr einfach Trello Prehistoric Kingdom eingeben. Da findet ihr das derzeitige Trello von denen mit der derzeitigen Roadmap. Und da findet ihr auch, was alles geplant ist. Und wenn ihr die komplette Speziesliste sehen wollt, die auch natürlich aktualisiert werden kann und sich ändern kann, dann guckt einfach in den Trello von dem Prehistoric Kingdom Archiv. Dort findet ihr nämlich alle bereits vorhandenen Tiere, welche im Laufe der Zeit dann noch als Remastered zu uns kommen werden.
Ansonsten, ja. Um keine Informationen mehr über Prehistoric Kingdom zu verlieren und neue Informationen frisch auf den Tisch zu bekommen, ohne darauf warten zu müssen, geht in die Discord-Gruppe von Prehistoric Kingdom, denn dort erfahrt ihr nämlich tatsächlich immer das Neueste direkt vor Ort, auch von den Entwicklern. Ansonsten kann ich euch wirklich nur noch einen wunderschönen Tag wünschen. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich beim nächsten Mal auf jeden Fall hundertprozentig wieder. Beim nächsten Mal, wenn es irgendwann mal wieder ein Bildvideo bei mir gibt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke schon. Jedenfalls, tschüss.